Leute, und herzlich willkommen zum weihnachtlichen Video hier. Ihr seht, bei uns hat es geschneit. Seit gestern liegt hier Schnee. Richtig cool. Und ich dachte mir, ich gehe heute ausreiten mit der Bellamy. Ich war zwar gestern schon mit ihr ausreiten, aber heute drehe ich das YouTube-Video für euch. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. Es ist nämlich auch richtig kalt und ich habe gerade schon gemerkt, dass die Bellamy ein bisschen on fire ist. Ich bin aber nicht alleine unterwegs. Meine Stallfreundin Hannah kommt auch noch mit. Wir haben super Service hier. Ich muss nur mein Deckchen tragen. Das war's. Bellamy und ich hatten gerade schon ein kleines Fotoshooting im Schnee, weswegen sie schon geputzt ist und ich jetzt ganz einfach mit dem Equipment schon anfangen kann. Mal diese Knutscherei. Ist doch toll. Nee, ist ein Esel. Das ist kein Esel, das ist ein Pferdchen. Moody. Guck mal, wie er guckt. Ja, die guckt wie ein Esel, der ja eingespannt ist. Wie Moody. Ich hab ja schon viel Energie, ne? Ich hab ihn Meine Schuhe sind schön dreckig. Egal. Passt schon. Hanna ist schon bereit. Hanna wartet schon, aber ich beeile mich jetzt auch. Ich Da war auch nichts. Oh Mann. Weg ist es geflogen. Oh Mann. Nice. Ich an. So, los geht's. Abfahrt. So, wir reiten jetzt ins Winter Wonderland. Es sieht so schön aus. Das ist einfach mega. Schau mal, wie schön die Bäume einfach aussehen. Ich liebe es so sehr. Und heute haben wir auch ein bisschen Sonne, ein bisschen blauen Himmel. Es ist einfach wunderschön. Ich habe gerade schon gesagt, es ist schön. Es wird immer schöner, so weiter wir reinreiten. Wir würden am liebsten alles filmen. Es sieht so cool aus. Also, die Pferde sind gut drauf. Wir sind gut drauf. Es macht richtig viel Spaß und heute können wir es auch noch mal mehr genießen als gestern, weil ich kann euch gleich mal Sachen einblenden. Wir sind gestern so in den Schneesturm gekommen. Wir waren einfach danach komplett weiß. Es war eisekalt, aber es hat natürlich trotzdem viel Spaß gemacht. Es war gestern übrigens auch der erste Schneeausritt für Bellamy, heute der zweite. Und ja, wir haben auch jetzt noch Glück, dass es halt nicht gefroren ist oder so, dass man jetzt auch noch gut mit den Pferden raus kann, ohne dass es glatt ist oder dass sie aufstollen. Das ist super praktisch. Und jetzt reiten wir hier so einen kleinen Weg. Dann kommen wir gleich schon zu einer Galoppstrecke. Das könnte spaßig werden. Ja.
da, weil gestern war es wild, aber heute ist auch, glaube ich, ein bisschen wild, aber gestern war so wild. Wir sind bei der ersten Jahrlaufstrecke angekommen. Ich natürlich ganz mutig. Ich dachte, ich bin ganz mutig mit einer Hand und Handy in der Hand, weil ich eine Insta-Story machen wollte. Auf einmal der Flip hier, bocklos, die Bellamy geht in die Luft. Und dann war es erstmal so, dass er die ganze Zeit seitlich galoppiert ist. Bellamy die ganze Zeit vorne hoch, hinten hoch, vorne hoch, hinten hoch. Dann musste ich erstmal gucken, dass ich mein Handy wieder wegkriege. Und dann haben wir es auch geschafft, die normal zu galoppieren auf der Galoppstrecke. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Und dann sind wir hier bei der ganz langen Galoppstrecke, wo wir jetzt auch hinreiten, angekommen. Und ich meinte noch so zu Hannah, versuch den ein bisschen zurückzuhalten. Ich weiß nicht, wie Bellamy reagiert, wenn das Pferd weg ist, weil der Flip ist echt schnell im Gelände. Und ja, der Flip dachte sich so, gar nichts. Er schießt los. Bellamy macht so einen riesen Sprung nach vorne, tritt nach hinten aus. Wieder so einen Sprung nach vorne, tritt nach hinten aus. Es war so lustig. Die hatte so ihren Spaß. Und irgendwann hat sie dann so gecheckt, oh, der Flip ist ja weg. Dann schießt sie, damit wir los, glaube ich, bin mit der noch nie so schnell galoppiert. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Aber alles noch trotzdem händelbar. Und die Pferde haben das auch nur, sag ich mal, auch ein bisschen ausgenutzt, weil wir auch so viel gelacht haben. Also hätten wir da jetzt ernst gemacht und hätten gesagt, so jetzt Feierabend, dann hätten die auch nichts mehr weiter gemacht. Aber wir mussten halt so lachen. Und die haben sich natürlich gegenseitig auch nochmal angesteckt. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt gleich wird. Die Bellamy war nämlich gerade ein bisschen frech und einmal ist sie so hoch, also wirklich einfach kerzengerade halt einmal gestiegen und die Hannah nur so, oh mein Gott, und ich habe geguckt, ob die Kamera lief, aber genau dann ist halt mein Papa ein bisschen nach vorne gegangen, damit er uns filmen kann fürs Galoppieren. Und das eine Mal, als wir beim allerersten Mal, also beim einen Mal da losgaloppiert sind, da hat die auch so gebockt. Also einmal hat die halt richtig den Arsch hochgeschmissen. Und das ist wahrscheinlich jetzt so weit weg, dass man es auch nicht gut erkennen kann. Ansonsten war sie lieb. Aber genau diese coolen, also coolen zwei Special Effects haben wir jetzt nicht mit drauf. Dann hättet ihr mal die wahre Bellamy sehen können. Und nicht nur die Liebe, sondern mal das, was sie wirklich machen kann. Naja, jetzt geht's ab nach Hause. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr so wild werden. Aber schauen wir mal. Ne? Ist der Scheiß ab. Ja, das denkt die sich, glaube ich, wirklich. Ja, todsicher. Todsicher. Es gibt aber Socken, die beheizbar sind. Ja, dann
Golfen. Ich finde viel besser, dass wir mal angehen, dass Royal Hosmer nächstes Jahr einen Mantel rausbringt. Ich möchte nämlich lieber einen von Royal Hosmer tragen. Und ein Mantel beim Ausreiten, das ist wirklich ein Premium, weil deine Beine sind einfach durchgehend warm. Das ist wirklich richtig angenehm. Kannst du bitte gerade filmen? Ja. Das ist so ein Papa. Das auch ist schief. Wie schön fürs Video. Warum nicht? Weil das ja dann hochkant ist. Nein, das ist ja nur halb. Papa, bitte lass es. Übrigens ist das Bellamy's Tick mit den Beinen. Das macht sie schon seitdem, ja, wie sie gekauft haben. Und das habe ich ihr nie abgewöhnt bekommen. X-Beine. Ja, wie so eine Prinzessin, so eine Ballerina. Das ist mir noch nie passiert. Oh mein Gott. Das ist ein verrücktes Video. Ich kann nicht mehr. Mit Schal. mit Schal, genau. So. Tschüss, Moody. Jetzt noch Futter für die Madame. Oh, wie stinkig. Und jetzt das Schlusswort. Helmfriseur. Jetzt willst du das Schlusswort drehen? Ja, wir können auch morgen drehen. Ich räume jetzt erstmal hier auf. Dann geht's weiter. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Es war auf jeden Fall heute spaßig. Ich habe es mir aber schon fast gedacht, dass es heute nochmal wild werden könnte, weil wir sind gestern fast genau dieselbe Strecke gegangen wie heute. Und wenn es einfach so kalt ist, mein Papa hat gerade gesagt, wir hatten gerade schon -2 Grad und dann Schnee liegt und so, dann sind die Pferde ja eh nochmal mehr on fire. Und Bellamy lässt sich auch sehr von einem anderen Pferd anstecken. Ja, wie gesagt, die zwei coolen, oder actionreichere Sachen haben wir leider nicht mit drauf, aber so ein bisschen was haben wir mit drauf. Und ich weiß auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn es ein bisschen wärmer ist und der Schnee wieder weg ist, gehe ich noch einmal vernünftig wieder ausreiten, also ohne jemanden dabei, einfach nur ich und Bellamy, damit sich das jetzt nicht wieder einborgt, diese Faxen, die sie heute gemacht hat, weil eigentlich ist die Bellamy echt mittlerweile super lieb beim Ausreiten und macht sowas nicht, aber klar, ne, wenn ich dann oben drauf lache und so, dann lässt sie da auch schon mal ihre überschüssige Energie raus, aber es ist ja alles zum Glück sehr, sehr ungefährlich und genau deswegen, das wollte ich noch mal kurz klarstellen. Ich werde natürlich dafür sorgen, dass sie beim nächsten Mal, was auch eh wieder so sein wird, lieb sein wird und ich achte darauf schon sehr, dass die Bellamy ein braves Geländepferd ist, weil ich das selber auch lieber mag. Und ja, ich würde sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch und ein Abo da lasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!